Die große Antwort ist an einem Punkt, der jetzt nicht so beeindruckend ist. Alter. Sogar meine gesamte Anzugsenergie verbraucht. Das ist ärgerlich. Das läuft im Remake gerade besser. Gut, das belegt aber natürlich auch ganz gut, dass wir tatsächlich hier hinten landen müssen, ne? Hi! Hallo. Ein Horror weniger auf dieser Welt. Wenn ich den jetzt nicht abgeknallt hätte, würde der mich hier nicht reinlassen. Ui, irgendwas ist hier schon ziemlich lange tot. Wäre ich hier jetzt nicht reingekommen. Hätte jetzt nicht so viel Munition. War tatsächlich sehr hilfreich. Ich meine, 70 Schuss für die Schrotflinte ist wesentlich mehr als, was war das, 24? Das hat schon was. Aber anscheinend müssen wir hier gar nicht lernen. Wie deutlich hört man die Maus? Anscheinend gar nicht. Das ist ganz cool eigentlich. So, ich habe hier so widerlich zusammengemixtes Trinken neben mir stehen. Ich habe hier gerade Leitungswasser mit so einem komischen Sirup gemixt, den da eigentlich mit dieser Irgendwie ist das alles viel Soda-Maschine größer, als ich da dachte. benutzt. Ne? Ich muss sagen, es schmeckt nicht. Es schmeckt nicht, aber es ist tatsächlich alles, was ich gerade noch da habe. Und das mitten in der Nacht Irgendwann muss ist. sich das Blatt ja mal wenden. Also die Supermärkte öffnen in 2 Stunden. Das heißt, ich muss noch ein bisschen durchhalten. Ja. Wobei ich ernsthaft in Erwägung ziehe, das Zeug wegzukippen und einfach nur Leitungswasser zu trinken. Ja, es ist so schlecht. Muss ich da oben rein? Wie komme ich da oben rein? Ich habe ein übles. Oh ne, das würden sie aber nicht machen, oder? Nicht das den ganzen Weg schieben lassen. Kannst du mal versuchen, ob das überhaupt geht. Na, kommen wir hier schon nicht durch. Aber kommen natürlich damit da oben wieder rein, ne? Und das könnte natürlich der eigentliche Grund sein, warum das da steht. Oh, meine Güte, ey. Der Leiche blockiert das natürlich ein bisschen lächer. Ah, guck mal, das ist eine Leiter.
Ah, die hat da oben noch drin gehockt. Na gut. Okay, ich könnte einfach da oben weiter. Jetzt aber natürlich einfach das Ding da ausschalten. Dann einfach mal gucken. Ob ich durch Springen da irgendwie raufkomme. Ich wage es nämlich zu bezweifeln. Es sei denn natürlich, wir haben hier hinten noch kleinere Kisten. Ah, und ein Rückweg nach da, das ist ja auch cool. Wenn wir auch nochmal die Shotgun kriegen, heißt, wir haben da jetzt... Wow. Okay, also Munitionsmangel wird wahrscheinlich in der nahen Zukunft keine unserer Sorgen sein. Aber das ist natürlich nicht. Es gibt natürlich eine Möglichkeit. Warte mal, da ging es lang, ne? Ist das dein Ernst hier? Oh meine Fresse, ist das eine fickelige Steuerung, was das angeht. Und damit werden später noch Präzisionssprünge erfordert. Das ist ja ekelhaft. Kleine mal darunter. So. Kann man hier auch so wieder drauf. Die anderen Holzkisten nämlich kaputt machen. So. Die große hier eigentlich auch. Aber wir haben jetzt zur Not. Jetzt die beiden da stehen. So. Bereite ich mir auch was Größeres vor hier. Können ja nicht immer nur Headcrabs sein, ne? Hab einen erwischt. Hast du gut gemacht, Junge. Ich kann nur hoffen, dass die Jungs im Landerlabor die Sache hier unter Kontrolle kriegen. Hey.
Hey Jungs. Ihr hättet das doch einfach sagen können, wenn ihr nicht mit mir spielen wollt. Alter. Mal ganz ehrlich, ich höre dann Vortigaunt. Also beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass ich dann Vortigaunt höre. Es sind sogar mehrere Vortigaunts. Es sind drei Vortigaunts. Das war eine miese Falle, war das. Das stinkt nach einem Hinterhalt. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir nehmen den Barney gleich mal mit. Nichts wie raus hier. Bin mir nun nicht sicher, ob ich den vielleicht noch für irgendeine Tür brauche. Deswegen war ich erstmal vorsichtig. Ich höre sogar noch mehr Vortigaunt. Also mindestens noch einen hier irgendwo. Geh ohne mich weiter. Macht dich bestimmt gut in deiner Trophäensammlung. Da ist noch einer. Dann nehmen wir Sauber. Okay, der steht da noch. Gar keine Rüstungsenergie mehr. Das hat sich unschön. Oh, ich bin auf die Region bin ich im Remake schon so ein bisschen gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Das ist ja ein Wissenschaftler und ein Security Guide zur Verfügung hier gerade. Und trotzdem mache ich es alles ganz alleine. Ich bin doch ein Held. Da steht noch was um die Ecke. Da. Lebst du noch? Hast nichts abgekriegt, ne? Wunderbar. Das war nämlich tatsächlich auch so ein bisschen mein Plan hier gerade. So, authorized personnel only. Das schreit nämlich sehr nach. Du brauchst hier jemanden. Extra. Ein Kollege Wissenschaftler. Weiß ich ja, dass es da ist. Nicht besser reagieren. Hält.
knallt schon ganz schön rein, ne? So. Entgegen klassischer Tropes war diesmal die Schrotflinte anscheinend nicht die Ideallösung für den Kampf gegen die Zombies. Sehr interessant. Ja, da kann er noch so doof gucken, dass ich gerade seinen Kollegen abgeknallt habe. Das ändert nichts an seinem Schicksal. Hast du das gehört, Junge? Ich werde froh sein, wenn ich das hier an einem Stück überlebe. Ich auch. Boah, das ist ja ein richtiges Schlachtfeld hier. Oh, da kommt irgendwas Großes jetzt. Oh, ich glaube, das wird richtig unschön. Großes, aber ja, mit Granaten. Das ist was Großes. Auf jeden Fall. Granaten sind wo? Auf der 5. 10 Stück! Ah. Krass, das war eine Falle. Zum Teufel macht sie uns. Verschwinde nach oben. Ich habe gehört, dass Soldaten uns retten kommen. Soldaten? Möchte zu gern wissen, ob sie das noch schlimmer hingekriegt hätten. Das ist aber nicht so geil, so Soldaten. Macht mich eher unruhig. Okay, warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Mann, du, Security Guy. Da geht's nicht rein. Warte du hier mal am Eingang, bitte. Und daraus kann ich mir ein bisschen Feuerschutz geben, aber ist nicht so in der Mitte vom ganzen Getümmel hier. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, ich möchte jetzt mal eine Granate ausprobieren. Okay, das war eigentlich ganz cool. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese 5 Headcrabs da unten, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und ich höre noch mindestens eine weitere. Ich wusste doch, dass da nicht weitergeht. Dass ich da runter muss. Ich habe mir das schon gedacht. Dadurch das verbarrikadierte Ding nämlich, ne? Wird gruselig, Leute. Wir gehen nicht nach Ravenholm. Wir gehen nur den Gang runter.